Du wirst mit Sicherheit das Gefühl kennen, dass du bestimmte steuerliche Regelungen nicht kennst und du dir nicht sicher bist, was jetzt richtig ist oder falsch ist. Und dann probierst du eventuell bestimmte Dinge einfach mal so anzusetzen und dann sagt das Finanzamt entweder ja oder nein. Und da hört das bei vielen Leuten auch schon auf. Aber wusstest du, dass du die Antwort vom Finanzamt so nicht akzeptieren musst? Wir haben in Deutschland Gewaltenteilung. Soweit sollte das jeder eigentlich wissen. Das gilt aber tatsächlich auch für das Finanzamt. Das Finanzamt ist Teil der Verwaltung. Und das Finanzamt entscheidet nicht darüber, ob du bestimmte Dinge, auch steuerlicher Natur, machen darfst oder nicht. Das Finanzamt ist auch nur eine Partei mit einer zugegebenermaßen relativ qualifizierten Meinung. Aber es gibt durchaus Situationen steuerlicher Natur in der Buchhaltung und so weiter, wo du einer bestimmten Rechtsauffassung folgen darfst und das Finanzamt unter Umständen sagt, nee, das akzeptieren wir so aber nicht. Und du darfst dich dagegen wehren. Du musst nicht zwingend den, ja, Vorgaben oder den Entscheidungen des Finanzamtes folgen. Die internen Richtlinien vom Finanzamt sind übrigens bekannt und die kannst du auch einsehen, das sind die Richtlinien. Also wenn du zum Beispiel die Lohnsteuerrichtlinien oder die Einkommensteuerrichtlinien liest, sind das Richtlinien, die für das Finanzamt, also intern die Finanzverwaltung, geschrieben worden sind, an die du dich aber nicht halten musst. Das sind so die Dienstanweisungen. Bei anderen Behörden oder staatlichen Organisationen gibt es sowas tatsächlich auch. Bei der Bundeswehr zum Beispiel heißen die ZDV, Zentrale Dienstvorschrift. Und die Richtlinien oder Anwendungserlass, also der Umsatzsteueranwendungserlass, das sind in erster Linie die internen Richtlinien, an die sich das Finanzamt halten muss. Du als Steuerpflichtiger musst dich daran nicht halten. Und du kannst, wenn du deine Meinung begründen kannst, durchaus auch anderer Meinung haben. Stellt sich natürlich die Frage, was machst du denn, wenn du einer anderen Meinung bist als das Finanzamt? Dann gehst du einfach zu einem Gericht. So wie das Menschen machen. Wenn du und ich eine Streitigkeit haben und wir können uns nicht einigen, dann kann auch der eine den anderen verklagen und dann treffen wir uns vor Gericht und dann gibt es einen Richter, der sagt, natürlich habe ich recht. Und das Ganze kannst du tatsächlich auch gegen das Finanzamt machen. Und du gehst dann in der Regel zu einem Finanzgericht und dann entscheidet ein Finanzrichter im Finanzgericht, okay, das Finanzamt hat recht oder der Steuerpflichtige, also du hast recht. Das kannst du machen und das passiert tatsächlich auch ständig. Und selbst wenn du mit der Entscheidung des Finanzgerichtes nicht einverstanden wärst, dann könntest du die ganze Leitung der Finanzgerichtsbarkeit nach oben gehen bis zum BFH, zum Bundesfinanzhof. Und auch das passiert ständig. Also wenn du auf die Seite des BFH gehst, siehst du, da werden ständig Urteile zu irgendwelchen Einzelsachverhalten irgendwie gefällt. Warum erzähle ich dir das Ganze eigentlich? Wichtig ist mir, dass du dir merkst, das Finanzamt hat auch nur eine Meinung. Natürlich kennen sich die Finanzbeamten im Finanzamt relativ gut mit dem deutschen Steuerrecht aus und wissen auch, wie man wann wie entscheiden kann. Aber es gibt halt einfach viele Sachverhalte, die nicht so 100% so oder 100% so entschieden werden können. Da geht es nach Auslegungssache. Vor allem bei neuen Geschäftsmodellen, also Geschäftsmodellen, die es noch nicht gab, als man dieses Gesetz geschrieben hat. Also ehrlicherweise fast alles, was du und ich so machen, das gab es ja noch nicht, als diese Gesetze geschrieben worden sind. Und gerade in solchen Geschäftsmodellen gibt es relativ viel Uneinigkeit darüber, wie man bestimmte Regelungen auslegen kann. Und mit diesem Wissen kann man doch schon mal deutlich selbstbewusster durch die Selbstständigkeit gehen. Das Finanzamt kann nicht einfach vollkommen willkürlich mir Dinge verbieten oder erlauben, sondern wenn ich das Gefühl habe, dass mir Unrecht getan wird, dann gibt es jemand, der neutral ist, der darüber entscheiden kann, wer denn jetzt recht hat. Aber ganz ehrlich, das möchte ich in meiner Selbstständigkeit ja nicht. Ich möchte gar nicht in der Situation sein, dass ich gegen das Finanzamt vor Gericht ziehen möchte. Idealerweise möchte ich ja alles von vornherein einfach richtig machen und dieser Konfrontation von vornherein aus dem Weg gehen. Was kann man da machen? Ich könnte das Finanzamt einfach fragen. Gehen wir mal davon aus, dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe. Kleiner Hinweis, ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben. Du findest einen Link zu diesem Buch unten in der Videobeschreibung. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich habe dieses Buch geschrieben. Und ich möchte jetzt wissen, ist meine Tätigkeit jetzt eine schriftstellerische Tätigkeit oder nicht? Warum kann das Ganze relevant sein? Als Schriftsteller bin ich Freiberufler. Das heißt, ich hätte freiberufliche Einkünfte und müsste keine Gewerbe Steuer zahlen. Vielleicht reicht dieses eine Buch aber nicht aus, weil ich noch so viele andere Dinge mache, die nicht freiberuflich sind und dadurch wird vielleicht meine gesamte Tätigkeit denn doch eher gewerblich. Und ich könnte jetzt natürlich einfach durchs Leben gehen und sagen, naja, das ist freiberuflich und im Zweifel irgendwann in der Betriebsprüfung schaut das Finanzamt sich meine Buchhaltung an und sagt, nö, das Ganze war eher gewerblich und dann muss ich plötzlich für die ganzen Jahre in der Vergangenheit Gewerbesteuererklärungen machen und Gewerbesteuer zahlen. Das wäre ärgerlich. Wie gehe ich denn jetzt praktisch vor, wenn ich das von vornherein ausschließe?
abschließen möchte. Ich könnte natürlich jetzt einfach im Finanzamt anrufen, den Brief schreiben oder eine E-Mail schreiben und sagen, das habe ich jetzt vor, was soll ich denn jetzt tun? Ganz ehrlich, da bekommst du relativ selten eine Antwort, weil das Finanzamt dich auch nicht aktiv beraten darf. Aber manchmal lassen sich die, vor allen Dingen die netten Finanzbeamten, ja dazu hinreißen, doch irgendwie eine Art von Einschätzung abzugeben. Das Problem ist, darauf kannst du dich nicht berufen. Das heißt, wenn ich jetzt im Finanzamt anrufe und das Finanzamt sagt mir, nö, das ist ganz klar freiberuflich und ich habe in 6 Jahren eine Betriebsprüfung und der Betriebsprüfer schaut sich denn meine Buchhaltung an, dann kann dieser Betriebsprüfer trotzdem sagen, nö, das war gewerblich. Das heißt, ich habe keine rechtliche Möglichkeit, mich auf diese Auskunft des Finanzamtes zu berufen. Das ist eine rechtsunverbindliche Auskunft, die das Finanzamt mir einfach so gibt. Aber, und damit kommen wir endlich zum Thema dieses Videos, du kannst eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt einholen. Diese Möglichkeit gibt es und diese Möglichkeit kennen aber ganz viele nicht. Das heißt, es gibt eine Art und Weise, wie ich meinen Sachverhalt dem Finanzamt schildern kann. Das Finanzamt prüft den ganzen Sachverhalt dann und gibt mir eine qualifizierte Antwort. Und auf diese qualifizierte Antwort kann ich mich dann später auch in der Betriebsprüfung berufen und sagen, naja, damals wurde mir gesagt, ich bin freiberuflich, du kannst mir jetzt nicht sagen, dass ich gewerblich tätig bin. Voraussetzung ist natürlich, dass sich die Sachverhalte nicht verändert haben. Also wenn ich jetzt ausschließlich Bücher geschrieben habe und anschließend nur gewerblich tätig war, ich das dem Finanzamt in dieser verbindlichen Auskunft oder beim Einholen dieser Auskunft nicht erzählt habe, ja, dann kann ich mich darauf natürlich nicht berufen, sondern das Ganze muss schon genau so geblieben sein, wie ich es geschildert habe. So eine verbindliche Auskunft ergibt also immer dann Sinn, wenn es eine relativ komplexe Fragestellung ist, die sich nicht ganz eindeutig beantworten lässt. Es gibt viele Fragen, die lassen sich sehr eindeutig beantworten und dann musst du natürlich keine verbindliche Auskunft an das Finanzamt stellen, weil du kennst die Antwort schon. Und du solltest solche Anfragen auch nur dann stellen, wenn es erhebliche steuerliche Konsequenzen gibt, weil diese verbindliche Auskunft, die kostet Geld. Dazu komme ich gleich noch, wie teuer das Ganze ist, aber das solltest du natürlich wissen, das Ganze ergibt für dich nur Sinn, wenn das Ganze steuerlich auch irgendwelche Konsequenzen hat. Wenn wir hier über 100 Euro mehr oder weniger Steuern reden, dann lohnt sich so eine verbindliche Auskunft für dich einfach nicht. Also hier geht es wirklich um fundamentale Entscheidungen, wie zum Beispiel die Umstrukturierung eines Unternehmens oder große Investitionsentscheidungen und so weiter. Da kannst du eine verbindliche Auskunft vom Finanzamt einholen, damit du dich später dann darauf berufen kannst. Und damit kommen wir zum Punkt, den ich eben schon angesprochen habe. So eine verbindliche Auskunft kostet Geld. Das heißt, im Finanzamt setzt sich da einer hin und arbeitet für dich, um dir eine qualifizierte, begründete Antwort zu geben. Und dafür musst du bezahlen. Und diese Gebühr richtet sich nach dem Gegenstandswert des Sachverhalts. Das heißt, du musst diesen Gegenstandswert irgendwie berechnen und begründen können. Da gibt es übrigens eine Bagatellgrenze, unter 10.000 Euro fällt keine Gebühr an, aber um dir einfach mal ein Gefühl dafür zu geben, wie teuer das Ganze ist, zum Beispiel bei einem Gegenstandswert von 10.000 Euro beträgt die Gebühr 266 Euro, bei einem Gegenstandswert von 25.000 Euro beträgt die Gebühr dann schon 411 Euro. Das ist der Grund, warum sich solche Anfragen immer nur dann lohnen, wenn da tatsächlich auch ein gewisser Steuerbetrag dahinter steckt, weil sonst lohnt sich das Ganze nicht. Du musst nicht 400 Euro Gebühr bezahlen für so eine Auskunft, wenn das maximale Risiko ist, dass du 100 Euro mehr Steuern bezahlst. Dann ist es immer logischer zu sagen, naja, geh das Risiko halt ein, im Worst Case zahlst du 100 Euro Steuern und gut ist. Allerdings ist die Berechnung von so einem Gegenstandswert gar nicht so einfach und manchmal auch überhaupt gar nicht möglich. Immer dann, wenn es nicht möglich ist, einen Gegenstandswert für deine Anfrage zu bestimmen, dann richtet sich das nach einem Zeitwert. Dann zahlst du 50 Euro pro angefangene halbe Stunde. Das heißt pro Stunde 100 Euro für deine Auskunft. Und damit kommen wir zu der Frage, wie macht man das Ganze eigentlich? Vielleicht hast du eine Frage, zu der du jetzt eine Antwort haben möchtest. Und du kannst das Ganze per Post machen. Ich empfehle dir, dass du das Ganze einfach über Elster Online machst. Das heißt, wenn du einen Elster Online-Account hast, kannst du diese verbindliche Auskunft tatsächlich über Elster Online einholen. Und das schauen wir uns am besten einfach mal zusammen an. Und deswegen nehme ich dich dafür einmal mit auf meinen Bildschirm. Wir befinden uns auf der Startseite von Elster Online. Hier sehen wir einmal das Dashboard. Übrigens, wenn du keinen Elster Online-Account hast, dann schau unbedingt das Video, was ich dir jetzt einmal oben rechts verlinke an. Da erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie du so einen Elster Online-Account bekommst. Und wir gehen hier auf die linke Seite einmal auf Formulare und Leistungen, dann auf alle Formulare und dann sehen wir hier ganz oben Anträge, Einspruch und Mitteilungen. Und wenn wir das einmal ausklappen, finden wir hier einmal Antrag auf verbindliche Auskunft. Und genau hier kannst du diese verbindlichen Auskünfte einholen. Und zwar klicken wir hier einmal auf Weiter. Wir starten ohne Datenübernahme. Hier könnte ich jetzt die
Daten aus meinem Profil übernehmen. Das heißt, wenn ich hier jetzt meinen Namen, Adresse, Steuernummer und so weiter in meinem Elster-Profil gespeichert habe, dann könnte ich das Ganze hier jetzt übernehmen. Mache ich nicht. Und hier sehe ich auch die Struktur und der Aufbau ist wie bei jedem Elster-Formular gleich. Das heißt, hier gebe ich jetzt erstmal die Daten alle ein, dann kann ich das Ganze noch einmal prüfen und dann direkt über Elster Online an das Finanzamt übermitteln. Ich kann die Struktur des Formulars hier einmal ausklappen, indem ich ganz links drauf klicke. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Angaben zum Antragsteller machen, also zu mir, zum Empfangsbevollmächtigten, das ist meistens dann der Steuerberater, wenn ich den dann habe. Dann geht es um den eigentlichen Antrag und dann geht es um die Auswahl der Form der Bekanntgabe des Bescheids über Ihren Antrag. Oder auf Deutsch gesagt, soll das Finanzamt mir antworten oder meinem Steuerberater antworten. Und dann kann ich noch Anhänge hinzufügen, weil manchmal gibt es ja Unterlagen, Dokumente, Berechnungen und so weiter, die ich dem Finanzamt mit meiner Anfrage mitschicken möchte. Und das Ganze kann ich dann auch direkt hier machen. Und das schauen wir uns einfach mal Schritt für Schritt gemeinsam an. Und zwar gehen wir direkt auf nächste Seite und dann, ja, wie gesagt, kann ich Angaben machen zu mir selbst, dem Antragsteller. Auf der nächsten Seite kann ich eintragen, ob ich einen Steuerberater habe. Das heißt, ja, wenn mich ein Steuerberater vertritt, ehrlicherweise, wenn mich ein Steuerberater vertreten würde, würde ich das hier gerade nicht selber ausfüllen. Und wenn du ein Steuerberater bist, dann weißt du hoffentlich, wie das geht, ohne mein Video gucken zu müssen. Aber hier könntest du jetzt deinen Steuerberater eintragen. Und damit kommen wir zum nächsten Schritt und eigentlich auch dem entscheidenden Schritt, nämlich dem eigentlichen Antrag. Und hier schreibst du denn ganz konkret drauf, was alles für deinen Fall, für deinen Sachverhalt wichtig ist. Und zwar hier im ersten Feld die umfassende und in sich abgeschlossene Darstellung des zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht verwirklichten Sachverhalts. Und das ist eine wichtige Information. Ich kann hier nur Dinge abfragen, die ich nicht schon in der Vergangenheit irgendwie gemacht habe. Das heißt, ich kann jetzt nicht rückwirkend mich durch so eine verbindliche Auskunft irgendwie freikaufen. Der Sachverhalt, die Sache, zu der ich jetzt eine Frage habe, die muss in der Zukunft liegen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel, wenn es darum geht, ob ich eine gewisse Investition mache oder mein Unternehmen von einem Einzelunternehmen zu einer GmbH mache oder irgendwie anders umstrukturiere, das muss ich abfragen, bevor ich etwas tue. Wenn ich das schon gemacht habe, dann brauche ich den Antrag nicht mehr stellen. Das geht dann halt nicht mehr. Dann im nächsten Feld die Darlegung des besonderen steuerlichen Interesses des Antragstellers. Das heißt, hier musst du ein bisschen erläutern, warum das Ganze für dich steuerlich auch relevant ist. Wie gesagt, das Ganze ist nicht dafür da, damit du mal nachfragen kannst, ob du dein Homeoffice jetzt absetzen darfst oder nicht. Diese Frage ist in den allermeisten Fällen sehr eindeutig zu beantworten und da brauchst du so eine verbindliche Auskunft vom Finanzamt nicht und musst das Finanzamt damit nicht belasten und du kannst ja auch das Geld sparen, ehrlicherweise. Und im nächsten Feld geht es um die ausführliche Darlegung des Rechtsproblems mit eingehender Begründung des eigenen Rechtsstandpunktes des Antragstellers. Das heißt, hier solltest du schon auch eine fundamentale Meinung dazu haben. Das heißt, du solltest dich mit dem ganzen, rechtlichen Sachverhalt deiner Situation schon auch auseinandergesetzt haben. Das heißt, so eine einfache Frage, wie kann ich mein Homeoffice absetzen, kannst du hier nicht machen. Ich könnte jetzt aber hingehen und sagen, ich bin Schriftsteller, aber es gibt Urteile in die Richtung vom Finanzgericht irgendwo, aber im Anwendungserlass zur Umsatzsteuer steht das, aber das Ganze bezieht sich ja dann auf und so weiter. Ich glaube, es wird klar. Das heißt, hier muss ich wirklich meine Begründung für meine Rechtsauffassung reinschreiben. Und das führt ehrlicherweise meistens dazu, dass ich persönlich empfehlen würde, dass du das Ganze nicht ganz ohne Hilfe ausfüllst. Ja, das Ganze kann unter Umständen auch ein Steuerberater für dich machen oder du recherchierst halt wirklich gut. Aber du solltest hier wirklich schon ein bisschen Substanz haben für deine Anfrage. Und im nächsten Fall schreibst du denn deine ganz konkreten Rechtsfragen, also worum geht es dir eigentlich? Wozu möchtest du eigentlich eine Auskunft haben? Und dann musst du hier unten noch einmal angeben, einmal, dass du diese Anfrage nicht irgendwem anderen schon gestellt hast und du musst noch einmal bestätigen, dass das Ganze richtig ist, was du da angegeben hast. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Und hier unten geht es um den Gegenstandswert. Und basierend auf diesem Gegenstandswert werden ja dann auch die Gebühren ermittelt. Das heißt, hier schreibst du den Gegenstandswert rein und hier beschreibst du den Rechenweg, wie du darauf gekommen bist. Wie gesagt, danach richtet sich auch die Gebühr, wie teuer diese Auskunft für dich werden wird. Und dann gehst du auf die nächste Seite und dann kannst du auswählen, wem jetzt die Antwort bekannt gegeben werden soll. Also sollst du die Antwort bekommen oder dein Steuerberater und soll das Ganze in Papierform passieren oder halt elektronisch, das kannst du hier auswählen. Wenn du dich selbst auswählst, elektronische Form, dann bekommst du die Antwort auch in Elster Online und das ist ehrlicherweise auch der Grund, warum ich Elster Online mag. Elster Online ist wirklich absolut nicht nutzerfreundlich. Was ich aber mag, ist, wenn du alles über Elster Online machst, dann hast du auch in Zukunft alle Antworten, die du irgendwie vom Finanzamt bekommen hast, alle da an dieser einen Stelle. Und das finde ich ehrlicherweise einfach praktikabel, weil einfach alles an einem Ort ist. Deswegen empfehle ich hier in der Regel immer Bekanntgabe in elektronischer Form an den Antragsteller oder die Antragstellerin. Und damit gehst du zur nächsten Seite, kannst
jetzt hier nochmal Anhänge hinzufügen. Kann ja sein, dass du bestimmte Berechnungen, Begründungen, Beschreibungen, teilweise auch Verträge von Auftraggebern vielleicht, wenn es darum geht, ja, einen bestimmten Sachverhalt irgendwie zu würdigen, ob das jetzt gewerblich oder freiberuflich, scheinselbstständig, was auch immer, Scheinselbstständigkeit eher wahrscheinlich nicht an dieser Stelle, aber all diese Dinge kannst du hier einfach hochladen und dann kannst du das Ganze am Ende noch einmal prüfen und hier direkt über Elster Online übermitteln. Und damit sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. An dieser Stelle vielleicht noch zwei Hinweise. Erstens, habe ich schon erwähnt, du kannst hier nur Anfragen zu Sachverhalten stellen, die noch nicht realisiert sind, also die noch nicht in der Vergangenheit liegen, sondern von Dingen, die du erst in der Zukunft machen möchtest. Und du kannst auch keine Anfragen stellen zu reinen Steuersparmodellen. Wenn du jetzt denkst, dass du den nächsten großen Steuerspartrick gefunden hast und das deutsche Steuersystem ausgetrickst hast, dann kannst du dazu keine verbindliche Auskunft einholen. Und der zweite Punkt, den du beachten solltest, ist, dass du zwar einen Rechtsanspruch hast, hierauf eine Antwort zu bekommen, aber du hast natürlich keinen Rechtsanspruch auf eine bestimmte Antwort. Also wenn du möchtest, dass du beispielsweise als Freiberufler anerkannt wirst, dann hast du natürlich keinen Rechtsanspruch darauf, dass das so passiert. Du hast einen Anspruch auf eine Antwort auf deine Frage, aber nicht auf eine bestimmte Antwort. Wenn du dazu noch Fragen hast, generell zu dem ganzen Thema Auskünfte vom Finanzamt, wie kommt eigentlich eine Entscheidung zustande, wie funktioniert so eine verbindliche Auskunft und so weiter, dann schreib mir doch einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir da gerne weiterzuhelfen. Und wenn du in deiner Selbstständigkeit nicht nur verbindliche Auskünfte brauchst, sondern auch smarte Tools, zum Beispiel ein Bankkonto oder ein Buchhaltungsprogramm oder ein Steuerberater oder sonst irgendwas, was dir dein Leben als Selbstständiger einfacher macht, dann schau unbedingt unten in der Videobeschreibung einmal bei meinen Empfehlungen vorbei oder klick direkt hier oder schau einfach direkt eins meiner weiteren Videos auf diesem Kanal an. Sehr zu empfehlen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.